PowerPoint-Präsentation, gutes Klassenklima und mobbingfreie Zonen. Und die zeigen wir euch jetzt. Was wir euch vorstellen, haben wir selbst erlebt und als gut empfunden. Das Projekt besteht aus drei Schritten, die wir euch gleich vorstellen. Erster Schritt, jeder füllt einen Fragebogen aus. Das dauert ca. 30 Minuten. Wir werten den Fragebogen aus. Die Ergebnisse bleiben geheim. Da der Begriff Mobbing oft falsch verwendet wird, erklären wir euch, was Mobbing genau ist. Man spricht von Mobbing, wenn jemand seit mehreren Monaten mindestens einmal wöchentlich oder öfters geärgert, drangsaliert, angegriffen wird. Ja, die Gruppencoache waren ja bei euch, haben euch PowerPoint-Präsentation gezeigt. Und ich will jetzt einfach nochmal schauen, was ihr davor noch wisst. Und wir brauchen dafür die Sitzordnung, die ihr ja schon kennt. Ich möchte bitte, dass alle einsam mal kurz aufstehen. Okay, super, setz dich wieder hin. Jetzt stehen bitte alle zweimal auf. Dann setzen wir hin. Alle drei noch Schnitt. Okay. Und alle vier noch stehen noch kurz auf. Super. Okay. Jetzt drehen sich bitte alle Einser und Zweier um an den Hintertisch. Und dann kommen wir runter. Wir machen das Quiz mit der Methode Number Pads Together. Kennt ihr ja auch schon. Und hier kommt auch gleich schon die erste Frage. Ihr habt für die Frage 20 Sekunden Zeit. Und die Frage heißt, was bedeutet die Abkürzung KKW? Und was ist der durchschnittliche Wert, den man bei einer Befragung mit 2000 Schülern gemessen hat? Steckt die Köpfe zusammen und sorgt dafür, dass am Ende jeder die Antwort weiß. Alle Einser kommen jetzt bitte mal zu mir und holen Material ab. Alle Einser. Ich sage, jeder kann mal bekommen. Ich hätte echt ein Blättchen. Bitte schön. Und jeder von euch bekommt noch einen Stift. Super. So. Ja. So, jetzt braucht ihr natürlich auch noch Schwämme, um das nachher wieder wegzuwischen. Kommen bitte mal alle Zweier zu mir und holen die Schwämme herab. Bitte schön. So, ihr habt bestimmt schon gemerkt, ihr schreibt gleich die Lösung auf die Antworttafel. Dass wir wissen, wer es macht, drehen wir jetzt mal unseren Spinner. Okay, Nummer 2. Schreibt bitte alle Zweier die Lösung auf die Antworttafel. Wenn ich das jetzt schön hochzeige, dann zeigt ihr bitte eure Antworttafel nach oben und alle anderen dürfen sich jetzt bequem zurücklehnen. Nur die Nummer 2 schreibt bitte die Lösung auf. Okay, jetzt kommt die zweite Frage. Die heißt, was ist Mobbing? Denkt dabei an die Dauer und an die Häufigkeit solcher Handlungen. Ihr habt 20 Sekunden Zeit,
Steckt die Köpfe zusammen und sorgt dafür, dass am Ende jeder die Antwort weiß. Dritte Frage. Ihr habt wieder 20 Sekunden Zeit, um euch zu besprechen. Die Frage heißt, wozu führt Mobbing? Bitte überlegt euch, was ihr in der PowerPoint gesehen habt und besprecht zusätzlich noch eine weitere Sache, die euch in der Gruppe einfällt. Ihr dürft anfangen, wenn ich das Jetzt-Schild zeige. Steckt die Köpfe zusammen und sorgt dafür, dass am Ende jeder die Antwort weiß. Thank you.
Und zwar zu dem, was Nummer A aufgeschrieben hat. Wer? Okay, danke schön. So, wenn ich das hier gerade überfliege. Ja, alle haben das richtig und vollständig gemacht. Super, danke schön. Jetzt kommt schon die vierte Frage. Die vierte Frage heißt: Was sind die drei Schritte bei dem Projekt Anti-Mobbing? Ihr habt wieder 20 Sekunden Zeit. Bitte steckt die Köpfe zusammen und sorgt dafür, dass am Ende jeder die Antwort weiß. Stehen bitte alle zwei auf. Jetzt ist die Redezeit vorbei. Und ich möchte, dass mir die Nummer 2 von Gruppe C die richtige Antwort sagt. Also der erste Schritt ist, der Fragebogen wird, ein Fragebogen wird geschrieben. Der zweite, da treffen sich regelmäßig, oder aus einer Helfergruppe treffen sich regelmäßig. Und der dritte Schritt, der Fragebogen, wird wiederholt nach circa 2 bis 3 Monaten. Okay, gut, jetzt möchte ich von allen die Ampelkarten sehen. Stimmt ihr dem zu, seid ihr euch unsicher oder stimmt ihr dem nicht zu? Zeig mir. Mit der Folienabgabe. Das heißt, ich möchte bitte, dass alle Dreier zu mir kommen und ihr Material abholen. Bitte schön. So, jetzt kommt eure fünfte Frage. Ich möchte auch wieder, dass ihr erst anfangt, euch zu besprechen, wenn ich das jetzt Schild zeige. Ihr habt 20 Sekunden frei für die Frage, was passiert, wenn es Fortschritte gibt. Steckt die Köpfe zusammen und sorgt dafür, dass am Ende jeder die Antwort weiß. Alle anderen zurücklehnen und die Verantwortung voll in die Nummer 3 geben. Jetzt geht's los.
Nummer 3 von Team C kommt wieder nach vorne. Legt dann die Wohlhine drauf. Also unsere Gruppe meint, dass der KKW sich verbessert. Welche andere Nummer 3 kann denn hier noch was ergänzen? Schreibst du dir gerade auch noch auf die Folie drauf? Ob die da vorne liegt? Es verstehen sich dann noch alle in der Klasse viel besser miteinander. So, das war's schon mit unserem Quiz. Wir sind fertig. Jetzt kommt als letztes Praise Your Team. Yes.